Herzlich willkommen, ich begrüße Sie alle ganz herzlich. Meine Ausstellung befindet sich hier rechts und das ist zweifellos ein weiterer Tribut für eine Gestalt oder eine Person, über die wir heute viel sprechen. Das heißt, das ist zu Erinnerung an Jurek Oleg, auch formell wie auch thematisch, und das betrifft die Faszination von Jerzy. Die meisten von Ihnen wissen bestimmt, dass Jerzy Oleg fasziniert war von der japanischen Kultur. Und auch formell, diese Arbeiten sind auch verbunden mit den früheren Arbeiten von Jerzy Oleg, wo er diese Technik mit langer Beleuchtung verwendete. Das ist also formell und auch thematisch ihm gewidmet, und das, diese Ausstellung betrifft ein Phänomen, was nirgendwo in der Welt ausbetrachtet ist. Und das, es geht ja um den Tod. Kultur des Todes, was wir in der japanischen Kultur hatten. Und jeder Künstler sollte so etwas machen, bevor man starb. Jerzy Oleg hat das nicht gemacht, aber das ist ein Versuch, sich von ihm zu verabschieden, aber in einer visuellen Form. Das heißt, das ist keine Dichtung, das ist kein Gedicht, das ist ein Versuch, den Text, diese japanischen Texte, diese Todesgedichte in die Bildsprache zu übertragen. Und der Grund dafür war auch die letzte Ausstellung von Jerzy, und ich war Kurator von dieser letzten Ausstellung in Breslau. Damals lebte Jerzy noch, und nach dieser Ausstellung unter anderem gab es auch eine Führung mit der Taubensprache, Gebärdensprache. Und das hat uns auch gezeigt, dass vielleicht kann man diese Todesgedichte auch in eine visuelle Sprache übersetzen. Und das ist ein Versuch dieser Übersetzung. Und vielleicht habe ich das schon ein bisschen geschafft. Vielen Dank.